Hallo liebe GameThrough-Leser und herzlich willkommen zum Test von Silent Hill 4 The Room. Das Horror-Action-Adventure erscheint am 24. September für PlayStation 2 und Xbox. Viel hat sich getan seit dem letzten Teil, viele spielerische Änderungen wurden vorgenommen, leider aber nicht immer zum Besten. Aber erst einmal eins nach dem anderen. Hauptcharakter des vierten Teils ist Henry Townsend. Er hat ein gewaltiges Problem. Seit einigen Tagen ist der gute Kerl in seiner Wohnung eingeschlossen. Der Strom funktioniert nicht mehr, die Fenster lassen sich nicht mehr öffnen und selbst wenn er aus allen Kräften schreit, hört ihn keine Menschenseele. In seiner Wohnung beginnt auch das Spiel. Erste Neuerung ist die Ego-Ansicht, aus der ihr Henry steuert. Ihr lauft in seiner Bude herum, untersucht alle Gegenstände und schaut durch das Guckloch in der Haustür, was im Gang so vor sich geht. Da ihr von hier aus im weiteren Verlauf des Spiels viele Ausflüge über geheimnisvolle Portale unternehmen werdet, ist es wichtig zu wissen, dass seine Bude der einzige Ort ist, an dem ihr in Silent Hill 4 speichern könnt. Ihr kehrt also sehr oft hierher zurück. Nachdem ihr euch ein wenig umgeschaut habt, erscheint ein Portal in der Badezimmerwand. Da ihr sonst keine Möglichkeit habt, aus seiner Wohnung herauszukommen, steigt ihr natürlich hinein. Kurz darauf befindet ihr euch in einem der Außenlevels. Hier steuert ihr Henry aus der Silent Hill gewohnten Perspektive. Durch schräge Kameraeinstellungen und Kamerafahrten wird sofort ein unheimlicher Eindruck geschaffen. Anfangs geht ihr noch davon aus, dass es sich um einen Traum handelt. Später wird euch aber klar, dass die Levels in einem engen Zusammenhang mit Henrys Wohnung stehen. Unter anderem besucht ihr eine U-Bahn-Station, einen Wald oder ein Krankenhaus. Dadurch, dass ihr immer von Henrys Wohnung aus startet, fallen die langen, aber atmosphärischen Gewaltmärsche durch das Örtchen Silent Hill weg. Denn entweder findet ihr euch in Henrys Wohnung wieder, wenn ihr einen Abschnitt geschafft habt, oder ihr findet in den Levels Portale, die euch sicher in seine Wohnung zurückbringen. Allen Fans der grausamen Paralleldimension sei aber gleich eines gesagt. Die bizarre Welt werdet ihr in Silent Hill 4 nicht mehr finden. Die Levels sind zwar immer noch schön düster, wir finden es aber sehr, sehr schade, dass einer der Hauptmerkmale der Silent Hill Spiele nicht mehr enthalten ist. Die in Silent Hill ansässigen Teufelshunde sind ebenso wieder mit von der Partie wie die Krankenschwestern. Aber auch neue Feinde haben den Weg ins Spiel gefunden. Diese sind aber lange nicht so bizarr und angsteinflößend wie in den letzten Teilen. Beim Kampf gibt es jetzt einen Kraftbalken, mit dem ihr die Wucht eures Angriffs bestimmt. Ladet ihr diesen Balken nur kurz auf, schlägt Henry schnell, aber relativ schwach zu. Ist er voll aufgeladen, packt er seine gesamte Kraft in einen Schlag, braucht aber danach etwas Erholungszeit, bis es weitergehen kann. Bei Schusswaffen erübrigt sich das natürlich. Besonderes Augenmerk wollen wir aber kurz auf eine neue Gegnerart richten, die euch hundertprozentig auf die Nerven gehen wird. Die Geister sind bemitleidenswerte Geschöpfe, die auch nach ihrem Tod nicht ruhen können. Sie materialisieren sich direkt vor euch und wollen euch ins Herz greifen. Da die Plagegeister nie wirklich sterben können, erscheinen sie immer wieder. Ihr braucht einen speziellen Gegenstand, den ihr ihnen in den Rücken jagen müsst, um sie auf dem Boden zu fesseln. Die ersten Begegnungen mit ihnen mögen ja noch richtig gruselig sein, aber glaubt uns, nachdem ihr gegen den gleichen Geist 25 Mal gekämpft habt, ist der Schockeffekt doch sehr gering. Um es drastischer auszudrücken, die Geister sind einfach stinkelangweilig. Eines muss man Silent Hill auch diesmal wieder lassen. Präsentationstechnisch lässt sich das Spiel nicht in die Suppe spucken. Die Levels schauen teils unglaublich gut aus und gerade die Gesichter der Darsteller lassen einen den Kiefer herunterklappen. Trotzdem fällt auf, dass der vierte Teil der hellste Teil der Serie ist. So düstere, abartige Orte wie im dritten Teil werdet ihr nicht finden. Leider tragen auch die Geister ihren Teil dazu bei, dass der Gruselfaktor deutlich geringer als bei den Vorgängern ist. Einen großen Strich durch die Spannungsbogenrechnung macht euch auch der stetige Wechsel der Schauplätze. Wenn ihr euch in einem Level mal so richtig wohlfühlt, heißt es schon wieder ab nach Hause und schauen, was passiert. Ihr reist im gesamten Spiel so oft in Henrys Wohnung zurück, dass ihr seine vier Wände irgendwann nicht mehr sehen könnt. Und ihr müsst immer dahin zurückkehren, da ansonsten das Spiel nicht weitergeht. Sauer aufgestoßen hat uns auch der Hauptdarsteller selbst. Im Vergleich zu den charismatischen, mysteriösen Charakteren aus den Vorgängern habt ihr es hier mit einer Schlaftablette zu tun. Henry juckt das alles relativ wenig und ihr habt das Gefühl, dass er es auch gut für immer eingeschlossen in seiner Bude aushalten könnte. Dass das natürlich den Horrorfaktor massiv beeinschränkt, ist klar. So bleibt insgesamt das Fazit, dass Silent Hill 4 der schlechteste Teil der Serie ist. Wer alle Teile gespielt und geliebt hat, wird sich auch wohl oder übel die neueste Episode reinziehen, sollte aber daran denken, seine Erwartungen deutlich runterzuschrauben.